Die Frau darf nicht sterben, wer ist das? Also ich baller den einen einfach so an. Er ist tot, okay. Nachladen. Sind noch mehr am Start? Vorsicht, Vorsicht. Gefahr. Gefahr im Verzug. Und jetzt. Bumm, bumm. Zwei Schuss in die Fresse. Also vielleicht treffe ich. Hab ein bisschen was über die Chance. Komm schon. Ja. Oh Gott, wie ich aussehe. Oh. Meine Freundin war so ein bisschen, sie hat gemeint, es ist ein bisschen behämmert, wie ich den gemacht habe. Aber hey. Aber ich habe den schon ein bisschen cool gemacht. Mausebein. Nee. Bisschen. Ach, guck mal, direkt was trinken. Schön wieder den Durst auf Null senken und keine Verdingsigung. Herrlich. Moment. Oh, ich dachte eben, der Hund wäre tot. Ich will bei so Sachen immer alles perfekt. Keiner darf sterben. Vor allem ich nicht. Und ja. Hallo, Sally. Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Nee, sowas finde ich scheiße. Na klar, bin ich dabei. Ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Ja klar, und jetzt stirbt bestimmt irgendjemand. Moment mal. Und sagt mir, wenn es euch nervt, wenn ich so oft speichere, aber ich, bei so Spielen muss man doch oft speichern, oder? Wenn ich es installiert habe, speichert es, glaube ich, auch wiederum etwas, ein paar Sekündchen schneller. Ich will halt immer alles perfekt haben. Und wenn dann plötzlich irgendwas tot ist und man kann nicht mehr laden, ist schon eklig, oder? Kennt ihr doch. Kennt ihr. Frauen, kennst du? Hey, kennst du Frauen? Und deswegen denke ich mir, ja, ich speichere lieber einmal zu oft wie fünfmal zu wenig. Stopp! Okay. Moment mal! Ping, batsch, boom! Boah, na los, puff! Habt ihr das gesehen? Der Hund hat den Kopf ist abgegangen von dem, wisch? Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor dem Hund. Ah, ist doch nicht abgegangen. Ich wollte gerade sagen. Ja, Doggy. Bleib mal obacht. Aldi? Ey, ist die schon wieder am Davonturnen? Ajo, ajo. Nee. Was sind die jetzt? Wo sind die Altfaschisten jetzt wieder? Super. Super. Halt, stopp. Ach. Ach. 90% in den Kopf. Batsch. Okay. 91%. Batsch. Die Frau darf nicht sterben. Wer ist das? Oh, in der Arsch. In der Arsch. Hey, Sie. Ach du lieber Gott. Wenn Sie nicht vorbeigekommen wären, dann wäre ich jetzt sicher tot. Ich kam her, um Wasser zu holen. Aber bitte sehr, Sie sollten alles, was ich habe, kriegen. Sie sehen durstig aus. Das finde ich aber auch. Sie haben sich... Das ist klar, wenn man... Der Ruhm geht einem, ne, und so weiter. Ah, hier, gib mir... die Rüfe, hier. Lächeln da... Aber was bin ich? Was bin ich angeblich gerade? Ich bin doch irgend so ein Arsch. Naja. Akzeptiert. Die Leute akzeptieren sie wegen ihrer Hilfsbereitschaft in Good Springs. Vielen Dank. So. Jetzt zeige ich mal, wie schnell man nicht mehr akzeptiert ist. Boah, wie sie stehen bleibt, das ist so eine kleine gute Idee. Hey. Gell, Fräulein. Also immer, ich bin immer noch hier der mit der Waffe. Tja, und du bist eben die mit dem, den Haaren. Guck mal hier. Jetzt... ID-Treffer. ID-Treffer. ja. So. So. Ja gut, also ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal diese alte Schabracke gerettet. Wir gehen mal zu unserer Schabracke mit dem Hund und fragen mal, wie es aussieht. Geld. Sofort. Das war richtig gute Arbeit. Am Ende wurde es sogar aufregend. Hier, ein wenig Taschengeld für Ihre Mühen. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Ja. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los.
Ja, Breaking Bad. Das wird jetzt ultra cool. Denn ich bin ein Koch. Also ich erkläre ich noch kurz unten den Radar. Man sieht hier die Menschen da laufen, ne, da. Man sieht die Missionsziele eben. Und diese nicht ausgefüllten kleinen Pfeile sind einfach wiederum Dörfer. Wenn ich in der Nähe von irgendetwas bin, was ich noch nicht entdeckt habe, Wegpunkte, da hinten ist da irgendwas, dann, ne? Wenn ich jetzt die Karte aufmache, hoppala, dann sieht man da natürlich nichts. Hier, das ist die Weltkarte. Nur die Sachen, über die ich vielleicht jetzt schon gesprochen habe oder je nachdem, die ich irgendwie, von denen ich irgendwie erfahren habe. Und das ist die lokale Karte, die man eigentlich nie benutzt, außer man ist behindert. So. Was gibt's da noch zu holen? Fallout ist eben so ein Spiel, man ist wirklich immer am Rumgucken und am Klauen und nicht am Klauen, hey, am Leihen. Ich leihe mir sehr gerne Dinge aus. Und ja, finde ich gar nicht mal so unwichtig, sich etwas leihen zu können. Und so weiter und so fort. Dann gehen wir mal in die Schule. Denn da gibt's was und am Friedhof gibt's auch was. Kochen, kochen, kochen. Ach ja, genau, man kann sich hier halt Zeug zusammenbrutzeln. Aber, na gut, ich weiß nicht, inwiefern das hier beim Hardcore-Modus auch der Fall ist. Verhungern konnte man auf dem normalen Modus nicht, beim Hardcore-Modus? Verhungert man hier jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, Pünte! Moment, da ist irgendwas Rotes. Kurz mal gucken, Victor? Howdy, Partner. Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ah, er hat mich ja gerettet. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar fiese Kerle, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock. So ein Netter. So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein Securitron. Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Victor ausrichten. Ich glaube nicht. Gute Reise. Victor. Ob Victor Zeug bei sich hat? Ich werde jetzt einfach jetzt ein bisschen hier die Aufgaben machen und ihr könnt mir dann noch sagen, ob ihr es gut findet, wenn ich in den Aufnahmen, aber das wäre voll kacke eigentlich, wenn es neben den Aufnahmen, außerhalb der Aufnahmen wäre. Ich gehe halt in jedes Haus und räume alles aus. Ich will alles haben. Ich will wissen, was da... Halt, stopp! Du kleine Heuschrecke, du! Du auch! Wow! Voll eklig und so, Weil ich will halt einfach überall reingucken. Ich meine, das wollt ihr wahrscheinlich auch. Wir gehen mal zum Victor noch rein. Mal gucken, was der Victor so hat. Na, der hat doch bestimmt irgendwas. Victor, kann ich mal eben bei dir rein? Speichern ist jetzt hier an der Stelle eigentlich unnötig, denn es wird eh automatisch gespeichert, sobald ich Victors Hütte betrete. Und dann weiß ich nicht genau, ich glaube, wenn ich das dann lade, diesen Spielstand, bin ich aber dennoch drin. Also falls man mal irgendwo einbricht und die Leute da drin sagen, raus, 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 ey. Und man will dann neu laden, über den Speicherstand der Tür geht das halt nicht, über den Schnellspeicherstand, so. Ach so, ein Roboter hat natürlich nicht so viel, ne? Er hat eine Badewanne, na klar, Victor. Wie oft hast du schon gebadet? Jetzt erzähl mir nichts vom Pferd. Victor! Der macht mir einfach ID-Treffer hier rein, das ist ein Schwein. Was mache ich denn dann dauernd? Ich bin noch ein bisschen behindert mit der Steuerung und so. Munitionskiste. Super gemacht, Victor. Du bist ein Guter. Hitchlin. Hier Altmetall. Briefbeschwerer. Ich schreibe nicht so viele Briefe, um diese beschweren zu müssen. Gehen wir wieder raus. Victor hat einfach nichts. Ich bin enttäuscht. Ich will's kaputt machen. Ob es mich tötet? Junges Großhorn, willst du mich töten vielleicht? Wie es guckt. Ich bin ein Völki. Okay, gut. Wir gehen in die Schule, denn wir müssen noch was lernen. Ist hier was in dieser niedergebrannten Hütte? Nein? Nein? Nein, jetzt geh. It's fucking geh. It's amazing. Da haben wir doch schon was, oder ist das nicht da? Da ist doch. Sag mal. Bin zu behindert, um über das Ding drüber zu springen. Ist das hier was? Ach ja, Xanderwurzel. Zack, zack, zack. Gibt's hier noch mehr? Ich meine, das ist ganz klar. Wir gehen jetzt noch in die Schule rein, ne? Das ist logisch. Hello, Xanderwurzel? What's this? Look at this! Wie, das kann man... Ah. Jalapeno!
Sehr gut. Ballato? Wer schießt denn da, welches Schwein? Okay. Gehen wir mal in die Schule. Hello. Überlöschung. Energiewaffen sind seltener zu finden und nicht... Hey. Das wollte ich noch lesen. Oh oh. Voll viele Feinde. Gefahr. Na, du Schwein. Spider-Man. Spider-Man. Ka-ching. Ich bin genau davor und treffe nicht, weil es immer eine Waffe drin steckt und daran nuckelt. Hör auf! Jetzt, ey krass. Mich hat die Heuschreck fast kaputt gemacht. Guck mal, auf meine Lebensart zeigt. Die ist ja schon immer noch voll. Siehst du, wie knapp das war? Naja, okay, also das war ziemlich lächerlich. Was haben wir denn hier? Ein Schnecken-Otek. Wie oft habe ich schon gesagt, Mutter räumt die Schnecke-Oteks weg. Aber nee, nee. Vertreter der Woche? Hammer. Sledgehammer! Ich nehme alles mit und verkaufe, damit ich ein reicher Bursche werde. Informatik, Intim, was ist schon da drauf? Oh, Spinte, die noch zu durchsuchen sind. Kronkork, sehr gut. Hier war wohl ein reiches Schulkind anwesend. Halt, halt, stopp! Stirb. Ja. Okay, die kleinen Pissdinger sind kacke zu... sind kacke zu holen, weil die halt so nah an einen ranspringen und dann, ne? Ich drücke übrigens immer, falls ihr euch fragt, was mache ich ja immer, warum nimmst du nicht alles mit? Ich nehme immer alles mit. Ich drücke auf X und nehme dann eben alles auf einmal mit. Hier, ne? X, alles nehmen. Muss man manchmal Inventar ausräumen, aber dabei werde ich dann irgendwelche Lieder singen oder so. Damit das so ganz langweilig ist, weil Lieder sind ja auch wieder was. Oh, eine Tasse habe ich mitgenommen, mich Affenkind. Aber jetzt am Anfang ist natürlich das Übergewicht noch in weiter Ferne. Bereit für die Hand der Sterne. Informatik intim. Krass, ich bin so ein Informatiker. So crank. Als wenn die wüssten, was ich studiere, tu. Tuten, tun, tut, tut, tun. So, spinnt. Geld, 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 Geld. Jetzt habe ich separiert. Ja, richtig. So, hier, Schlösser knacken. Ganz klar, ganz klar. Immer wenn man etwas, ein Schloss knackt oder eben einen Computer hackt, kriegt man Erfahrung. Deswegen werde ich, nachdem ich das Terminal gehackt habe, natürlich nicht dann durch über das Terminal, wie es mir wahrscheinlich möglich ist, möglich gemacht wird, dann das den Safe öffnen, sondern den Safe nochmal extra mit einer Haarklammer zerrocken. So, Dealing 5 von 7. Gut, Was ist denn ähnlich wie Dealing? Meaning! Ha! I'm so fucking good! Fast Level 2. So, und jetzt steht hier eben Schloss entriegeln. Aber nein. Ich will es mit der Haarklammer machen. Naja, ich weiß noch, wie das geht. Fuck, wie geht das nochmal? Ah. Moment, Moment. Moment. Ha! Das vibriert dann hier und dann merkt man eben. Kann man alles nehmen. Kann man alles nehmen. So, und jetzt bin ich Level 2. Sind wir Level 2, Kinder? Ha! Ich glaube nicht. Energiewaffen, ne, Feilschen, ja klar, na klar, Medizin, immer auf 25 hoch. Medizin sofort auf die 25 nur, repariere auf 25, komm. Sprengstoff, 15, komm. Komm. Wissenschaft. Weiter. Ach, cool. Achso. Eingefleischter Junggeselle. Im Kampf fügen sie männlichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bietet sich ihnen im Umgang mit Vertretern des gleichen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Ist natürlich nicht schlecht. Heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf erhalten sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Also auf weitere Erfahrungspunkte. Mit dem extra intensives Training können sie einen ihrer Special-Attribute um einen Punkt erhöhen. Lady Killer, das gleiche wie eben eigentlich der Junggeselle. Und Langzeitgedächtnis. Mit dem extra Langzeitgedächtnis bleiben die Boni durch Fertigkeitsmagazine dreimal so lange aktiv. Die Fertigkeitsmagazine sind für den Arsch. Man liest die halt, macht das, wofür man sie gelesen hat, hackt irgendwas und dann fällt es wieder. Scheiße, ob es 3 Minuten dauert oder 10. Ich überlege jetzt echt gerade. Nee, heller Kopf. 10% mehr Erfahrung finde ich doch sehr ansprechend. Nun gut. Was? Okay, ja, gehen wir raus. Das war's soweit.